Wir rücken die Gläser im Mondenschein. Was war denn so, Schwarf, dein schönstes, würde gerade sagen, Ferienerlebnis, Urlaubserlebnis? Deine schönste Mucke so dieses Jahr? Hast du eine schöne Mucke? Eine wenigstens? Ja, ich hatte wirklich eine schöne, abgesehen mal von, dass wir mit Tanzfood natürlich wieder unterwegs sind, nach der langen Zeit, wie wir ja alle wissen, die wir nicht mal unterwegs sein konnten, fand ich wirklich unser Puppenspiel irgendwie am schönsten, weil es mal was anderes war. Hat Spaß gemacht. Das hat total Spaß. Es war so eine, wir machen damit ja Bankette und normalerweise sind Bankette immer so mit ein bisschen Ramidemi und hau auf die Pauke mit Dudelsack und Trommel und das war so ein ganz von vorne bis hin ein total ruhiges Bankett, ohne auf den Tisch kloppen, ja. Ohne schmutzige Witze erzählen oder Leute beleidigen, sondern einfach so ein Smooth. Das hat mir gefallen. Es war, wie gesagt, mal was ganz anderes. Ja, es war ja auch unsere Premiere. Ne? Es war das Premiere. Erste Mal, dass wir beim Mittelalter-Bankett Puppenspiel gemacht haben. So wie eine Premiere sein muss. Viel gut gelaufen, eine Sache ja, total daneben. Dann ging es mal so, dass man mal hängen geblieben ist. Aber das bei gutem Spiel bei Marionettentheater ja eh ein bisschen normal, dass man halt mal mit dem Faden sich verheddert oder sonst was. Hat mir mal so ein alter Puppenspieler hat ja mal zu mir gesagt, man muss immer ein Messer bei haben, damit man, wenn man sich verhängt oder wenn man irgendwo hängen bleibt oder sich irgendwas aufhält, dass man es durchschneiden kann. Kann natürlich dann passieren, dass der Kopf ein bisschen schief jetzt, hängt. Jetzt, wo du erzählst, habe ich dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Das ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Das habe ich vergessen. Was gekauft? Ja, ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk gekauft, genau weil du gerade erzählst wegen den Feen. Ich habe dir nämlich so eine schöne altertümliche scharfe Schere gekauft. Wirklich? So eine Mittelalter-Schere. So das hast du? Ja, so aus Eisen. Und da freue ich mich auch. Ja, habe ich vergessen. Fett. Siehst du, sie liegt und zu Hause. Wenn ich dann so durchschneide, kommt so Roststaub. Ja. So richtig die macht so kleine Geräusche. Die quietscht? Ja, die quietscht beim Schneiden. Geil. Ich fand im Allgemeinen so, Puppentheater war auch selbst bei den Rockfestivals, wo wir beim WGT gespielt haben. Ja, stimmt. Oder im Rosengarten in Abenberg. Also so das Beiwerk, dass wir ein bisschen Abwechslung hatten. Also für mich war das auch sehr schön. Ja. Abgesehen davon, dass wir auch wirklich ein paar geile Festivals gespielt haben und auf großen Bühnen standen vor vielen, vielen Leuten, war das jetzt für mich eine schöne Sache. Nee, Schlaf, das wollte ich bloß mal von dir wissen, was so am schönsten war. Ich frage jetzt noch das ist eigentlich so im Gesamten, wie er losgeht. Also wir machen Rockmucke, wir machen unsere Mittelaltermusik, wir machen Puppenspiel, wir machen unsere Bankette, ich alleine oder mit dir oder mit dem anderen. So, dass es einfach mal wieder losgeht, so speziell. Ja. Das ist ja das Gute, dass wir eben so viele machen und nicht ja jeden Tag nur eins. Das ist ja das Gute. Vielen Dank, Schlaf. Ja, bitte Teufel, für dich doch. War denn dieses Jahr so dein schönstes Erlebnis? Dein schönstes Erlebnis? Eigentlich das WGT in Leipzig, das Jahr. Stimmt, da waren wir ja ganz schön unterwegs, waren wir ja 4 Tage gleich. Genau, schön Puppenspiel, Party und am letzten Tag schön Rockshow. Da. Das hat Spaß gemacht. Ja, das geiles super. Hotel hatten wir auch noch. Super Hotel, also, ja. Für mich war das auch ein Highlight in dem Jahr. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, wir waren ja 4 Tage mit Puppenspiel. Ja. 4 Tage, genau. 4 Tage Puppenspiel. Dann noch eine geile Rocknummer. Ja, das hat gefällt. Die Leute haben auch sofort gemerkt, die Leute haben richtig Bock halt einfach. Da ging ja endlich mal wieder was los jetzt in 2022 nach 2 Jahren Pause. Ja, das war ja auch eigentlich im Endeffekt war es ja jetzt so die erste richtige Festivalsaison wieder. Und, ja, genau. Genau, und dann haben wir noch eine Platte aufgenommen. Ja, wir haben ja auch noch die silberne Hochzeit aufgenommen. Genau. Da haben wir ja auch noch dran gearbeitet. Ja, und überhaupt so super Festivals gehabt. Das Jahr irgendwie Feiertanzfestival war noch großartig. Gößnitz Open Air hat auch gefetzt. Ja, war geil, oder? Auf jeden Fall. Das haben schon gut was erlebt. Jetzt 2 Jahre gut aufgeholt, würde ich sagen. Ja, die Leute waren drauf. Also, ja. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast. Man war ganz schön abgefeiert, ja. Wenn Tanzfut auf der Bühne stand. Wenn wir nachmittags nur gespielt haben, war ja trotzdem meistens dann los. Man merkt, dann ist halt wirklich die Tanzfut am Start. Auch unter den Leuten einfach. Man merkt es. Und die Leute haben Bock, wir haben Bock. Ganz schön Action angesagt. Naja, ansonsten hast du noch irgendeine coole Idee, was du mal erzählen willst jetzt hier? Also ich freue mich jedenfalls erstmal auf heute und jetzt die nächsten paar Tage, eisheilige Nächte. Da sind wir heute in Würzburg, genau. Ich habe das wieder verwechselt. Ich bin noch wieder gedacht, ich bin in Bielefeld. Das war auch schön. Ja, da sind wir einfach. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber in Bielefeld werden wir behaupten, dass Bielefeld gar nicht da ist. Also Bielefeld gibt es doch gar nicht, das war doch das Ding. Ne? Wo sind wir denn hier? Ich denke, Bielefeld gibt es nicht. Also, ja, dann schönen Dank, Büro, erstmal, wa? Dann. Echten. Schubo, was war denn so vergangene
Saison, so dein Song, dein Burning. Mein Burning, ja, du hast es ja schon gesagt. Nee, tatsächlich, wir haben einige schöne Sachen gemacht dieses Jahr. Nach langer Zeit mal wieder endlich ein paar Festivals gespielt. Und oh, auch krass interessante Festivals, wo ich natürlich Burning Pants, logisch. Nee, aber das meine ich gar nicht. Ich fand noch was anderes ziemlich cool, auch als wir wieder in Freiburg gespielt haben, bei dem Rock, um zu helfen. Siehste, das habe ich ja. Das war ein Festival. Das war geil. Das schon. Aber was mir da hängen geblieben ist, das ist ja immer so, wenn man so auf Festivals ist, Bühne ist voll, Bands haben alles aufgebaut, man hat keinen Platz, man massiert sich dahinter oder davor oder sonst was. Und dann Drumreiser fehlen immer. Und in Tivoli waren echt ungelogen 6 Bands an dem Abend und es waren 6 Drumreiser auf der Bühne. Das ist natürlich für Drummer natürlich ein Highlight im Jahr, wenn endlich mal genug Drumreiser. Ja, ich konnte eigentlich alle machen. Das verstehe ich. Und ein Geberreiser. Es waren 7 Reiser fertig aufgebaut. Auf der Bühne hintereinander. Letzte Instanz waren hinter uns, danach Bobby Klani, Riesenreiser und davor die ganzen 4 anderen Vorbands. Ja, nee, jetzt war auf jeden Fall ein cooles Festival. Wie ist dir denn so, die, sagen wir mal, die Party hinter den Kulissen im Gedächtnis geblieben? Kannst du dich noch erinnern? Ja, gut. Ja, war gut, ne? Das wir hatten eine wunderschöne Bar, hatten wir da ganz alleine für uns. Es gab alles, was man haben wollte, kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Und wir hatten einen Fahrer, der uns ins Hotel gebracht hat. Das hat man auch auf keinem Festival normalerweise. Ja, wir hatten so einen richtig coolen Backstage-Bereich mit so einer runden Bar in der Mitte. Ja, und da waren immer so 2 Typen, so Barkeeper, die haben uns wirklich alles gemixt, was wir da wollten. Ja, rund um die Uhr. Und wir hatten Fahrer, jetzt fand ich auch, du konntest, egal wer nach Hause wollte, der hat dann irgendwie dann ins Hotel gefahren. Also ich fand das schon ganz schön, das war also was die da für die Bands gemacht haben. Sehr amtlich. Auch dieses ganze Drum und Dran und das war schon ein sehr schönes Festival, muss ich auch sagen. Ja, und ich glaube auch ein guter Zweck, ne? Also diese Woche um zu helfen, das ist halt super. Ne? Ja, der hat ja mit seinem Kumpel selber Krebs gehabt. Ja, ja, und die haben ja gesagt, wenn sie überleben oder wenn einer von denen überlebt, dann machen sie was für die Krebshilfe. Für die Krebshilfe. Und das finde ich natürlich ist schon das Zeitdrücken. Na, das war auf jeden Fall ein Highlight. Das Burning Pants war auch ein Highlight. Ja. Definitiv. Und das hat jeder gesagt. Ja, das war ich fand es ein bisschen befremdlich merkwürdig, weißt du, dass dann so nacksche Leute von der Bühne standen. Hast du gar nicht gesehen. Oder man geht an, bei Burning Pants geht man dann halt an Merchandise-Stand und gibt Autogramme und die Frauen haben gar nichts an. Ist schon irgendwie mal so Freiheit. Da war das so wirklich, wie ich immer sage, reißt euch die Kleider vom Leibe und ganz nackt vor der Bühne, da war es ganz normal. Das war schon geil. Ja, vor allem komplett ohne Scham, einfach so, wir machen einfach. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben jetzt einen Durchläufer. Achtung, fertig, los! So ist das hier. Ja, wir sitzen ja hier mitten im Backstage-Bereich. Es ist ganz normal, dass mal irgendjemand durch muss. Wir können jetzt nicht die komplette Halle absperren wegen unserem geilen Interview. Ja, schon mal. Ansonsten war für mich und für dich eine gute Saison. Das war das auf nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr wird es noch mehr. Genau. Noch coolere Sachen. Fall. Vor allem, wir machen hier nächstes Jahr die Silberne Hochzeit-Tour. Stimmt, wir haben ja 25 Jahre und da geht es dann los mit der Silbernen Hochzeit. Dann fahren wir auf Festivals. Viele alte Songs, Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt schon 12 Jahre dabei. Ne? Ist schon 12 Jahre dabei? Krass, ne? Die Zeit vergeht, ey. Wir haben eine eigene Tour gemacht. Ja, das ist schon geil, aber mich freut das, dass wir schon richtig lange am Start sind. Und so viele Sachen erlebt haben, überall. Wahnsinn, wir können Bücher schreiben. Aber für dieses Jahr reicht es jetzt erst noch mit Jahresrückblick, würde ich sagen. Jeder soll ja immer noch mal drankommen, sonst haben wir dann irgendwie so 5-Stunden-Film. Wir bedanken uns. Macht's gut. Danke schon mal für das schöne Gespräch. Danke euch.